So, wir gucken uns mal die Demo an. Die allgemeine Lautstärke, die sollte Toffi sowieso generell mal runterfahren. Ich sollte nicht so viel brüllen, ist mir aufgefallen. Wir spielen Happy Animals Minigolf Demo. Während ihr noch entscheidet, was wir als nächstes spielen danach, über den Chat übrigens, ne? Abstimmen bitte jetzt hier, so, ne? Können wir uns mal ganz kurz angucken. Der schwierige Modus ist in der Demo weg. Ich kann nur easy spielen. Ich habe schon gedacht, ich muss mich für die gute oder die böse Seite von allem entscheiden. Also so nach dem Motto, bist du böse oder bist du gut? Ich hätte mich natürlich ganz klar bei der bösen Seite gesehen, aber gut, dann sind wir halt gut. Staffel 1, 2, 3, also das ist in Serienform. Wir können allerdings nur Staffel 1, ist ja eine Demo. Und ja, dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Level an. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Mein Mikrofon hier richtig machen, damit ich auch richtig brüllen kann. Oh Gott, Hilfe. Oh nee, ist das sowas? Ich bin ein Hase. Okay, ich kämpfe gegen eine Ziege. Nee, einen Bock. Ist das ein geiler? Entschuldigung, einfach mal ein Bock. Ich glaube, der hat einen Bock geschossen. Witzig. Aber wie mache ich das denn? Hä? Der sollte abprallen! Der sollte doch abprallen! Ist es doch Golf oder nicht? Also Minigolf habe ich gedacht. Ist das echtes Golf? Warte mal. Guck, jetzt ist er da hinten. Also der Bock hat keine Chance gegen mich. Der hat auch eine rote Nase. Wer weiß, was der hat, ne? Wer weiß, was da passiert. Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein ganz tolles Spiel ausgesucht. Guck mal, ich könnte jetzt eine Abkürzung machen, könnte einfach darüber hüpfen, oder? Geht das? Ich probiere das mal. Komm, ich cheate. Hat das jetzt geklappt? Hat das geklappt? Was? Nein, das klappt nicht. Hey, wieso klappt das nicht? Das ist voll unfair. Dann halt so. Ich weiß nicht. Er geht mal Kopf weg. Oh, hä? Ich bin unterm Sofa gelandet. Da wieder Cheater, wie immer. Hä, eigentlich hätte das klappen müssen. Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Wo ist das Ziel? Wo geht's hin? Wo bin ich? Kann mir bitte jemand das Ziel erzeigen? Ich weiß. Oh Gott, Alter. Ich gehe mal dahin. Ist das hier? Ah, da hinten ist es. Ich hab's gesehen. Sehr gut, Toffi. Ja, was kann ich dafür, dass das Spiel nicht versteht, was ich machen will? Ich versuche das jetzt nochmal. Ja, guck! Es hat geklappt! Ich bin in der Reihe. Übrigens, Leute, noch ein paar Sekunden Zeit zum Abstimmen oder eine Minute oder sowas. Hier, guck mal. Guck mal, ich bin doch direkt daneben. Warte. Ja! Habe ich es geschafft. Alter, der ist ja auch da. Was? Ich bin nicht drin? Willst du mich verarschen? Das. Ich habe noch nicht mal Worte dafür. Soll eine Demo nicht einen dazu motivieren, dieses Spiel zu kaufen? Ich bin so weit weg vom Kauf, da kannst du gar nicht gucken. Wenn das Spiel in China wäre, wäre ich in Bad Pyrmont. So weit weg bin ich vom Spielkauf. Boogie, hallo. Habe ich einen Retry? Ich muss es jetzt nochmal ausprobieren. Ich will wissen, ob das geht. Ich weiß auch nicht, wofür diese komischen Ballons da sind. Außer, dass sie mir zeigen, hallo, ich bin ein Ballon. Also, noch ein paar Sekunden zum Abstimmen, Leute. Bitte abstimmen. So, komm, ich versuche mal hier was. So.
Ja, wobei, ja. Machen wir es diesmal vernünftig, okay? Ich versuche mein Bestes, dass ich es wirklich diesmal hinkriege. Du musst bestimmt die Sterne da einsammeln. Pff, als ob. Oh, mein Kopf. XA Elli. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Aber ich weiß nicht, ich muss doch nur ins Loch treffen. Guck mal, ich bin direkt neben dem Loch. Wenn ich da jetzt nicht. Wenn ich da reintreffe, ist doch alles in Ordnung, oder nicht? So. Jetzt muss der Ziegenbock jetzt erstmal ordentlich nachlegen. Aber der sieht nicht so aus, als ob er Bock hätte. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Das ist Toffi, der macht Witz-Recycling. Der braucht ganz schön lange. Warum macht er eigentlich immer eine Rolle, wenn er steht? Bringt das was? Das mache ich zukünftig beim Golf auch. Ich habe gewonnen! Yay! Dexchen, guten Abend. Wie viel soll das Spiel denn kosten? Ich habe keine Ahnung. Soweit habe ich mich noch gar nicht informiert. Ehrlich gesagt, wir können ja alle mal Rätsel raten. Was würdet ihr denn für dieses Spiel ausgeben? Darf ich jetzt weiter? Oh, guck mal. Das geht ja noch weiter, Alter. Die Demo ist ja krank. Warte mal. Whee. Oh, ich hab ein paar. Ich bin direkt am Loch! Was bist du denn? Ist das ein Gorilla? Ey, Alter, das ist das beste Spiel der Welt. Guck mal. Guck mal! Das ist das beste Spiel der Welt. Okay, das ist scheiße. Was soll denn das? Was ist denn mit dem Ball los? Schau deine Videos immer auf YouTube an. Freut mich, freut mich. Ich hoffe, du hast auch hier im Livestream Spaß. Also ich habe bis jetzt, ja, ein bisschen Spaß, okay? Guck mal, ich habe es geschafft. Yay! 1 Cent, Leute. Also bitte, guck mal. Wie skillig ich das war. Da kannst du richtig mal zeigen, was du als Profi im Golf drauf hast. Gegen so einen Affen. Also ich finde es ja irgendwie ein bisschen diskriminierend, dass man die Affen hier so darstellt. Ne? Der macht sich ja total zum Affen hier. Aber es ist wirklich so. Guck mal, da rollt der Ball runter und er kommt trotzdem nicht ins Loch. Ich habe eindeutig... Also wirklich, das war... Guck mal hier, sogar einen Stern habe ich gekriegt. 1 von 3. Was sagst du denn? V&V. Hallo. Tobias, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Wie lange schon? 5 Monate, wie die Zeit vergeht. Das denke ich mir auch immer wieder. Vor allem, wenn ich meinen Sohn sehe. Wirklich, wie krass das immer geht mit der Zeit. Immer so. Tack, 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 tack. Dankeschön. Vielen Dank für die Treue. Danke. Darum Sterne sammeln, dass du dass du Sterne bekommst und zum Loch kommst. Ja, nee, aber ich hab's ja auch so geschafft. Ich schaff's ja auch so, das Spiel. Guck mal. Ach, das war's jetzt. Nee, das ist 1-3, hä? Hä? Ist doch die gleiche Map wie gerade eben. Willst du mich verarschen? Guck mal, ich bin ja über dem Stern gelandet. Das ist doch eigentlich viel cooler als da in den Stern rein. Ja! Yeah. Oh, Alter! Voll kaputt gemacht. Jana hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Dankeschön. Mach weiter so, Toff. Ich bin so gerne hier. Dankeschön, Jana. Dankeschön. Warum hat Jana den Vogel abgeschossen? Ja, weil Jana so ist. Die schießt gerne auf Vögel. Nein, weil sie schon 17 Monate dabei ist. Das ist halt echt krass. Jana, fettes, fettes, großes Dankeschön. Ich nenne den Gorilla Jana. Okay? Extra für dich. Der Gorilla heißt jetzt Jana. Was, wie viel kostet das? Wie viel kostet das Spiel? 40 Euro? Nein, wie? Also, als ob. Ich würde aber mal schätzen, dass das um 5 Euro kostet. Ausgeben würde ich vielleicht 1 Euro.
Ja, eben. Mehr als 1 Euro würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Sag mal, Thompson, Dankeschön. Leute, übertreibt. Ich spiele hier ein komisches Golfspiel. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nicht wegen sowas hier. Thompson, hallo. Ich spiele so ein komisches Golfspiel und ihr geht ab. Aber guck mal, Jana, das ist doch keine Beleidigung gewesen. Das ist doch... Der Affe ist doch süß, oder? Guck mal. Der guckt in die Bücher rein. Und macht eine schöne Rolle. Kann nicht golfen. Hat eine süße kleine Nase. Der ist schon niedlich. Ja, siehst du? Ich finde den auch süß. Und der macht... Sind das nicht auch deine Brunftflaute? Guck mal, aber er hat es nicht geschafft. Oh, Jana, du hast gegen mich verloren. Wie lange geht denn das noch? Wie lange kann ich das durchziehen? Oh, jetzt ist vorbei. Ach Mist, Leute. Dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Ja, das war jetzt die Demo. Was halten wir von dem Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, Ryan, du hattest doch gerade eben nachgeguckt. Genau, 4,49 € soll dieses Game kosten. Es ist übrigens noch nicht verfügbar. Das ist ja immer noch die Demo. Es kommt irgendwann demnächst mal raus. Das kann jeder selber für sich entscheiden, was man dafür ausgeben wollen würde. Gut, 4,50 € ist jetzt auch nicht die Welt. Ist jetzt die Frage, ob man genügend Spaß daran hat. Roni! Guck mal, da haben wir es schon. Also jetzt durch die Spenden habe ich das Geld ja schon drin. Das heißt, ich muss mir das Spiel jetzt kaufen. Roni, danke schön. Danke, 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 danke. Nee, das kommt mit der Bedingung, dass ich mir das Spiel kaufen soll, Leute. Ich kaufe jetzt auch nicht alles, ne? Fast alles, aber nicht alles. Ja, also jeder, der möchte, darf sich das gerne angucken, wenn es denn so weit ist, dass es rauskommt. Man könnte es ja mal probieren. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt genial. Für 4,50 €. Ich sag mal so, ist eine Grauzone, so ein Grenzwert, ne? Ist ein typisches Euro-Spiel. Jetzt ist es auch für 1 Euro vielleicht so, ach komm, da hinterhergeschmissen oder sowas. Aber ansonsten haben wir es mal gemacht, ne? Wir können ja sowieso mal kurz gucken. Können wir kurz beenden hier. Das können wir ganz kurz mal machen. Nintendo eShop, Informationen. Da könnt ihr das doch nochmal kurz sehen, was es kostet, wann es rauskommt und so weiter. Nur damit ihr da schon Bescheid wisst. High Quality. Genau, Ryan schreibt es auch nochmal, kommt am 17.11. Genau, am 17.11. ist es soweit für 4,50 €. Wenn ihr jetzt zuschlagt, guck mal, Leute, das wird total im Hype. Bis zum 24.11. müsst ihr zuschlagen, kriegt ihr 50 Cent Rabatt. 10%. Alter. Unglaublich. Ryan! Dankeschön! Okay, jetzt kaufe ich es mir. Los. Ryan, danke schön. Vielen Dank. 88% über... Nein, ach Leute, hört doch auf. Nee, der Hype-Train muss nicht gefühlt werden, Leute. Übertreibt's nicht. Bruni, danke schön. Danke, 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 danke. Aber ihr übertreibt immer so. Nur weil ich ein paar Tage nicht da war, ich habe mir den Kopf angeschlagen. Soll das belohnt werden, meine Doofheit? Ich habe mir den Kopf angeschlagen, deswegen konnte ich nicht streamen. Meine Doofheit muss nicht belohnt werden. Jana war schuld. Du weißt doch, Gruppenzwang. Ja, gut. So, jedenfalls, dieses Spiel gibt es auch auf Deutsch. Ist ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, denn sonst müsstet ihr in Japanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, vereinfacht, Chinesisch, traditionell spielen. Und das will ja keiner. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall die deutsche Version nehmen. Es geht mit bis zu 4 Spielern, also voll der Partyspaß für alle. Vor allem, wenn man es als Trinkspiel spielt. Wie spielt man dieses Spiel als Trinkspiel? Ganz klar, jedes Mal, wenn der Affe macht, musst du einen trinken. Ja, dann macht das Spiel auch Spaß. Steht ja auch Arcade, Partys, Sport. Gut, du kannst es auch im Stehen spielen. Geht vielleicht auch. Und Adventure, ganz klar. Weil Tiere dabei sind. Richtige, richtige Adventure-Geschichte hier. Du kannst ja damit durch den Wald laufen oder sowas und ein bisschen gegen Zecken kämpfen. Dann hast du vielleicht auch Adventure.